So, ich bin morgens durch den Laden gegangen und ich habe noch alte Booster gefunden von Terios Beyond Death. Ist auch fast schon ein Jahr her, dass die Edition rauskam. Und deswegen dachte ich, nachdem dieses Set ja so hart durch die Collector's Edition damals gecrushed wurde und mittlerweile eigentlich ganz okay ist, gucken wir uns das Set doch nochmal an. Wir haben Altar des Pantheons, dreimal Artefakt und was? Ach, die Devotion zu jeder Farbe und jeder Farbkombination ist um 1 erhöht. Und tappen, man kriegt Mana beliebiger Farbe. Wenn man einen Gott, einen Demigod oder eine legendäre Verzauberung kontrolliert, kriegt man noch ein Leben. Undemotable Will. 2 Mana, Flash, die verzauberte Kreatur kriegt +1/+2. Oh, wow, gut. Grim Physicon, 1 Mana, 1/1. Wenn er stirbt, kriegt eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Nyxborn Marauder, 4 Mana, 4/3. Wow, nichts anderes. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Ichthomyrophysis. Myrophosis. Okay. 3 Mana Verzauber. Die verzauberte Kreatur verliert alle Fähigkeiten. Ist ein 0-1 blauer Fisch. Irrevant Revealers. 3 Mana 2/2. Wenn die ins Spielfeld kommen, sucht man sich eins aus. Man zerstört ein Artefakt. Oder die kriegen Eile bis zumindest sowas. Relentless Pursuit, 3 Mana Sorcery. Man zeigt die obersten 5 Karten seines Decks vor, nimmt eine Kreaturenkarte oder eine Landkarte davon auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Dreadful Apathy, 3 Mana verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken und man kann die für 3 Mana exilen. Mogul's Favor, 1 Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+1 mit Escape. Das ist ganz cool eigentlich. Seaton's Petunia. 3 Mana 2/2. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt man Leben in Höhe der Devotion zu grün. Okay. Agonizing Remorse. 2 Mana Sorcery. Ein Spieler eurer Wahl zeigt die Handkarten vor. Man nimmt eine Nicht-Landkarte davon und legt sie in den Friedhof. Was? Ah ne, man nimmt eine Nicht-Landkarte davon oder eine Karte aus dem Friedhof und exilt diese Karte. Das ist gar nicht mal bad. Hateful Eidolon, 1 Mana 1/2 Lifelink. Immer wenn die verzauberte Kreatur stirbt, dürft ihr eine Karte ziehen für jede Aura, die ihr auf dieser verzauberten Kreatur kontrolliert habt. Und unser Rare ist ein Temple of Malice. Kommt getappt ins Spiel, Scry 1, tappen für ein schwarz oder rotes. Not bad, not bad. Mountain und Inventible End. 3 Mana verzauberte Kreatur. Zu Beginn des Versorgungssegments wird diese Kreatur geopfert. Okay. Nimm mal, opfert irgendeine Kreatur. Ja, das war das Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis seht. Ciao, ciao.